Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier über die Vorratsdatenspeicherung debattieren. Die Positionen sind weitgehend ausgetauscht. Auch Kollege Herrmann hat schon daran erinnert, dass wir uns ja regelmäßig über dieses Thema unterhalten haben. Positionen sind ausgetauscht. Bündnis 90 die Grünen, Piratenfraktion, weitgehend die FDP und einige Teile der Sozialdemokratie sind gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Andere Teile der Sozialdemokratie und etwa die CDU sind für die Vorratsdatenspeicherung. Das haben wir oft genug hier miteinander besprochen. Ich finde den Sound der heutigen Debatte durchaus wohltuend anders als in der Vergangenheit. Insofern, als wir beispielsweise festgestellt haben, dass uns auch über die verschiedenen Sichten zum Thema anlasslose Vorratsdatenspeicherung hinweg immerhin eint, dass wir beispielsweise Freifunkinitiativen unterstützen wollen und das gemeinsam tun wollen. Wenn wir uns jetzt das EuGH-Urteil anschauen und uns fragen, was hat sich nun substanziell geändert, dann ist es tatsächlich so, die ersten Überschriften lasen sich jetzt aus Sicht eines Gegners der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung recht vielversprechend, nämlich so, als hätte der Europäische Gerichtshof die anlasslose Vorratsdatenspeicherung endgültig beerdigt. Beim zweiten Lesen bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher, sondern das Urteil scheint eher die Linie von 2014 zu bestätigen. Und da muss man dann sehr genau hinschauen, ob das jetzt eigentlich diese Linie eher ein Nein-Aber ist oder eher ein Ja-Aber. Ich glaube, da kommt es sehr genau auf die Analyse an, denn das EuGH-Urteil schließt sowohl das 2014er als auch das 2016er die Vorratsdatenspeicherung nicht kategorisch aus, nach Einschätzung auch renommierter Juristen in Deutschland, sind aber wesentliche Aspekte der deutschen Gesetzgebung mit diesen Anforderungen nicht oder nur schwer vereinbar, wenngleich ich weiß, dass die Bundesregierung da zumindest in ihren ersten Äußerungen eine andere Position vertreten hat. Der EuGH, das ist eine Debatte, die wir schon 2014 intensiv geführt haben, ordnet beispielsweise an, dass nur Kommunikationsdaten von Menschen gespeichert werden dürfen, wenn sie mit einer schweren Straftat im Zusammenhang stehen. Wenn man die deutsche Regelung daneben legt, stellt man fest, dass danach die Daten, also anlasslos und allgemein Daten erhoben werden sollen. Das beißt sich natürlich miteinander und wir haben als Grüne in der Vergangenheit immer wieder betont, dass aus unserer Sicht allenfalls ein Quick-Freeze-Verfahren denkbar wäre, auch wenn, und das ist jetzt wirklich nur noch was für die Fachdebatte, man sich da auch noch immer darüber unterhalten muss, ob das grundrechtlich verhältnismäßig ist, denn das kommt dann darauf an, wie das ausgestaltet ist. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit innenpolitischen Fragen und datenschutzpolitischen Fragen beschäftigen, Sie sehen, dass die Materie durchaus komplex ist und deshalb ist aus meiner Sicht jetzt die Bundesregierung ganz dringend gefragt, das Urteil sehr gründlich auszuwerten, daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich sage gerne, die sinnvollste wäre aus meiner Sicht der Verzicht auf die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und sollte sie diese Konsequenz nicht ziehen, dann wird eben Karlsruhe diese Frage klären. Ob das, wie sich das Bundesverfassungsgericht dann entscheidet, lieber Kollege Herrmann, ich bin immer im Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht als dem höchsten deutschen Gericht so unterwegs, dass ich da immer mich so ein bisschen mit Prognosen zurückhalte, aber ich tendiere in eine ähnliche Richtung, so vorsichtig will ich es sagen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns Grüne ist klar, wir lehnen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ab. Wir stehen zu unserem Wort, sie an keiner Stelle politisch zu unterstützen. Es ist ja, der Kollege hat es eben auch angesprochen, nur mit einigen Verrenkungen der Bundesregierung gelungen, dass es ein Gesetz geschrieben wurde, das im Bundesrat nicht zustimmungsbedürftig war. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass da grün regierte oder grün mitregierte Länder sitzen. Wir werden auch keinen Forderungen uns anschließen, wie sie aus der CDU ja immer wieder formuliert werden, beispielsweise eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf Messenger-Dienste, eine Verlängerung der Speicherfristen oder Ähnliches, weil wir das für unverhältnismäßig finden, weil das ein noch krasserer Grundrechtseingriff ist als das, was heute schon normiert ist. Und wir schaffen auch keine landesrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen für den Zugriff auf die anlasslos und massenhaft erhobenen Daten, denn das wäre nach meiner Lesart des EuGH-Urteils jedenfalls auch definitiv damit nicht vereinbar.
unmittelbar, weil man damit die Auflage verletzen würde, dass die Daten, wenn überhaupt, eben nur für schwere Straftaten zugänglich gemacht werden dürfen und eben nicht für weniger gravierende Straftaten. Wir haben stattdessen statt anlassloser Massenüberwachung sinnvoll in die Sicherheitsbehörden investiert, mit guter Ausstattung und mit so viel Personal bei der Polizei wie noch keine Regierung zuvor. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ball für eine Neugestaltung oder hoffentlich eben das Ende der Vorratsdatenspeicherung liegt in Brüssel, er liegt in Berlin. Was das Land angeht, betone ich gerne noch einmal, dass wir eine Regelung, die die Vorratsdatenspeicherung rechtlich oder politisch legitimiert, nicht mittragen werden. Vielen Dank.